wir sind gerade in Ischgili. Wir waren gerade mit Marius Mutter. Wir waren gerade schön Mittagessen. Ja, richtig gut Akashiyaki Mittag gegessen. Und jetzt gehen wir hier so ein bisschen rum. Und ja, dann wollen wir gleich wahrscheinlich nochmal nach Namba und wollen da ins Matcha-Kan. Das ist ein Matcha-Spezialhaus. Und da gibt es nämlich Tiramisu und super leckere Sachen. Aber nun gut, das Wetter ist super schön. Ab morgen gibt es wieder einen Taifun. Der 22. kommt. Aber ja, mal gucken. Hier ist auf jeden Fall sehr schön, ist sehr klein, gemütlich und viele Geschäfte. Ja, alles, was man braucht. Also im Matcha-Haus nennt sich das und wir haben gerade dieses wunderschöne, ihr habt es im Video gesehen, wir haben gerade dieses wunderschöne Tiramisu gegessen. Es schmeckt einfach so gut. Man muss dazu sagen, bis vor kurzem, bis ich glaube Juli, gab es dieses Geschäft nur in Kyoto. Ja, und in Kyoto war das wirklich sehr klein, man musste mega lange anstehen. Wir waren auch da während meinem Austausch. Ja, wir haben glaube ich 2 oder 3 Stunden angestanden, bevor wir reingekommen sind. Jetzt hier in Namba gibt es das auch, Namba Walk heißt das Ganze. Das ist unten in der U-Bahn. Gibt es das und ja, hier haben wir, wie lange angestanden? Ich glaube 0 Sekunden. Wir konnten direkt reingehen, haben direkt einen Platz bekommen und konnten diese wunderschönen Tiramisus in uns hinein essen. Haben natürlich auch hier ein bisschen wunderschönen Matcha. Wir haben wirklich Matcha getrunken. Super lecker, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Also falls ihr das essen wollt, fahrt lieber nach Osaka, nehmt euch die Zeit, weil hier steht man meistens nicht an. Und es ist wirklich genauso lecker, es ist genau das gleiche. Kann ich wirklich nur empfehlen. Was wir jetzt machen, weiß ich selber noch nicht. Mal gucken, wo wir hingehen. Irgendwo werden wir hingehen. Und ja, aber war auf jeden Fall erstmal mega lecker. Wieder zu Hause. Ich glaube, man sieht mich wieder schlecht. Ey, abends ist einfach, das Licht ist immer scheiße. Aber wir sehen uns wieder zu Hause auf jeden Fall. Wir waren noch lecker da im Matcha-Dings essen, habt ihr gesehen. Und dann sind wir noch ein bisschen rumgelaufen, aber dann auch eigentlich direkt nach Hause. Haben jetzt ein bisschen Essen gemacht, werden jetzt essen. Und dann war es das eigentlich auch von diesem Tag. Morgen, mal gucken, was wir morgen machen. Morgen soll es wieder regnen, der Taifun soll wieder kommen. Morgen wollen wir vielleicht mittags mal in Korea, nach Koreatown. Da wollten wir heute eigentlich schon hin, da haben wir dann aber umdisponiert. Und ja, mal gucken, was morgen so auf uns wartet. Ihr werdet natürlich auf jeden Fall wieder mitgenommen. Vielen Dank, dass ihr immer dabei seid, dass ihr immer zuguckt. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Also morgen. Tschüss! Ohayou gozaimasu. Hallo Leute, was geht? Wir waren gerade einkaufen, zeige ich mal die Tüte. Wow! Wir waren gerade schön einkaufen. Heute oder morgen oder übermorgen kommt der Taifun wieder. Der nächste, aber der ist nicht so stark. Also sieht nicht. Hier links? Nee. Nee, geradeaus, ne? Sieht nicht so stark aus, deswegen. Ist das okay? Müsst ihr auch in die Kamera? Da. Ja, deswegen sollte das okay sein. Wie gesagt, wir waren jetzt gerade einkaufen. Heute können wir nicht ganz so viel aufnehmen, weil heute einfach nicht so viel passiert. Wir gehen aber gleich mal essen in einem Korean Town. Da wollten wir eigentlich gestern hin. Da gehen wir jetzt heute hin. Das ist richtig gut. Das werde ich euch natürlich auch zeigen. Mario, hast du irgendwas zu sagen? Nein. Aus dem Hintergrund? Nicht? Die Leute gucken immer so geil. Wo eben, ne? Eben hat mich ein Opa die ganze Zeit angeguckt. Der ist so richtig mit dem Kopf mitgegangen. Ich gehe so vorbei und er so... Er war richtig gut. Denkt mir auch so, er hat noch nie einen Ausländer gesehen. Nun gut, jetzt gehen wir erstmal nach Hause, packen die Sachen in den Kühlschrank und dann geht's ab nach Koreatown.
waren jetzt lecker was essen. Hier in der Koreatown. Ja, war sehr lecker, oder Mayö? War sehr lecker. Boah, so geil, Alter. Schmeckt einfach so geil, wenn du das in das Blatt reinmachst mit bisschen Reis und das ist einfach wirklich perfekt. Was macht die Mayö denn da schon wieder? Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zum Bahnhof. Es regnet draußen. Eben hat aber kurz aufgehört zu regnen. Deswegen konnte ich ein paar Aufnahmen machen. Jetzt regnet es aber wieder voll und ja, jetzt gehen wir nach Hause. Gerade im Einkaufszentrum, hier ist gerade Halloween, ja, also noch nicht eigentlich, erst in 2 Tagen, aber die feiern alle schon Halloween. Da vorne war gerade so eine Parade, ihr habt es gesehen im Video. Wir sind gerade einkaufen mit Mayu, hier ist die Mayu. Konnichiwa, Mayu-san. Konnichiwa. Zeigt ihr Gesicht nicht. Ah, sowas wäre auch gut gewesen, ne? Ich suche gerade einen Kalender. Ich habe neue Brille. Ja, ah, Mayu hat eine neue Brille. Zieht euch rein, Leute. Sieht gut aus, oder? Perfekt. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Brille haltet. Ja, ich habe gerade einen Kalender gekauft für nächstes Jahr. Ich habe die japanischen nämlich immer ganz gerne. Und ja, jetzt kaufen wir ein bisschen ein mit Mayu, mit Mayus Mutter und Mayu, Mutter, die Freundin von Mayus Mutter. Mit der zusammen waren wir jetzt, wir waren eben noch was essen und jetzt sind wir hier zusammen. Und gleich gehen wir zu Mayus Freundin, ne? Und danach dann zu Mayus Familie, denn Mayus Onkel hat heute Geburtstag. Und wie viel Uhr haben ja, wir? Wir haben ungefähr 2, glaube ich. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Auf jeden Fall, wir sehen uns später. Wir haben jetzt eine Softcream gekauft, rennen hier noch ein bisschen rum, oh, so gut, ja, ist mega, mega gut, Vanille, Alter, so geil. Japan ist einfach das Land der Softcreams, weil es gibt hier an jeder Ecke Softcream, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall hier in diesem Shopping Mall ist heute total viel Halloween, ne? Die Kinder rasten einfach so aus, die machen hier Paraden, die sind alle verkleidet. Es geht gar nicht mehr klar. Ich bin auf jeden Fall saumüde. Keine Ahnung warum. Wir sind heute Morgen ein bisschen früher aufgestanden. Man sieht es auch an meinen Augen. Ja. Aber ich bin mega müde heute. Mayu auch. Mayu war mega lustig. Sie zieht die Brille auf und wow, so viel habe ich noch nie gesehen. Ja, jetzt sitzen wir gerade hier rum. Wir chillen unser Leben richtig hart und heftig mit Softeis. Und werden jetzt, halb drei haben wir ungefähr. Wir werden gleich, wie gesagt, zu meiner Freundin gehen. Aber diese Shopping-Malls, die sind hier einfach so groß. Ihr müsst euch vorstellen, das Zentrum in Oberhausen ist ja schon groß. Aber die Shopping-Malls in Japan sind einfach viel größer. Und boah, man kommt einfach gar nicht klar. Du kannst den ganzen Tag verbringen, hast alles, was du brauchst. Und es ist viel zu voll, viel zu laut und keine Ahnung. Ja, Mayu, möchtest du noch irgendwas erzählen? Hast du noch was zu sagen, Mayu? Geburtstag von meinem Onkel. Genau, Geburtstag von Mayus Onkel. Und jetzt wird gesungen? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Miyo. Happy birthday to you. Wir sind jetzt wieder zurück zu Hause. Heute konnte ich leider nicht so viel aufnehmen. Wir waren den ganzen Tag unterwegs. Wie gesagt, morgens bis mittags waren wir da. Dann waren wir noch bei Marius Freundin. Das war ein bisschen komisch irgendwie, so von der Atmosphäre. Ja, war halt ein bisschen komisch von der Atmosphäre, aber da dreht man natürlich auch kein Video. Und dann waren wir noch bei, wo waren wir? Banoye, ne? Also bei Aidas Oma, deiner Oma. Bei Aidas Oma und bei Mayus Oma und ja, also bei der Mutter von Mayu. Und da haben wir dann noch zusammen, nicht Mittag, Abend gegessen. Und Mayus Onkel, der hatte noch Geburtstag. Ja, und dann haben wir noch schön miteinander so ein bisschen gefeiert, bisschen gelacht, erzählt. Und dann hat Mayus Onkel uns nach Hause gefahren und jetzt sind wir richtig tot. Ich war schon den ganzen Tag irgendwie tot. Man sieht es an meinen Augen, glaube ich. Ich bin richtig müde gewesen einfach. Deswegen jetzt erstmal schön schlafen, ne, Alter? Ne, schön schlafen, ne? Schön, ne du, schlafen. Und du hast hier, Aida hat Dragon Ball, ne? Son Goku. Son Goku, das von Son Goku, das Dingen an. Ich habe noch von Mayus Onkel, der hat heute Geburtstag zwar, aber ich habe was bekommen.
und zwar dieses T-Shirt. Ja, ich habe ein T-Shirt bekommen, hier ein Tiger drauf und hier ein Kanji drauf. Aida, kennst du das Kanji? Still. Ja. Shiranai. Er kennt das Kanji noch nicht. Das heißt, glaube ich, Glück. Und hinten sieht man hier, da steht Vietnam, glaube ich, drauf. Keine Ahnung, warum ich ein Vietnam-T-Shirt bekommen habe. Aber ja, es ist sehr guter Stoff irgendwie. Der Stoff fühlt sich gut an. Und ja, das werde ich mal tragen. Mal gucken, wie die Leute darauf reagieren. Das habe ich von ihrem Onkel auf jeden Fall bekommen. Hat mich sehr gefreut. Jetzt wird erstmal schön geschlafen. Mal gucken, was wir morgen machen. Morgen muss ich ein bisschen arbeiten hier. Wir lassen es langsam angehen, weil die nächsten Tage dann, da werden dann wieder viele spannende und ereignisreiche Tage auf uns zukommen. Aber jetzt erstmal ein bisschen runterkommen. Wir haben in der letzten Zeit so viel gemacht. Zeig mal dein Kolemiste. Dein Son Goku. Son Goku-Dingens. Motsutoko und immer ko da. Seht ihr? Da ist Aidas Son Goku. Hui! Und zum Schluss machen Aida und ich jetzt nochmal das schöne Spiel, ja? Das Dragon Ball Spiel. Okay. Oh, da habe ich gewonnen. Jo, tschüss!